Dieses Video wird euch präsentiert von Holy Energy. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS17 mit der Feuerwehrmod. Ich bin wieder heute zurück in der Berufsfeuerwehr von Wassel, denn ich habe hier gerade eine, ich sag mal, echt krasse Info bekommen. Anscheinend haben Augenzeugen gesehen oder berichtet, dass eine männliche Person in naheliegender FF unterwegs war mit Brandbeschleuniger in der Hand. Also irgendwas passt da nicht. Daraufhin haben diese Leute die Polizei verständigt. Die Polizei ist sofort mit einem Großaufgebot ausgerückt zu der FF. Daraufhin ist der Täter geflüchtet und hat jetzt anscheinend irgendwo einen heftigen Unfall verursacht. Wir werden am besten jetzt erstmal rüberfahren in die Freiwillige Feuerwehr. Und ich hoffe, das wird sich jetzt alles klären. So, jetzt brauchen wir halt nur noch ein richtiges Fahrzeug. Was wir jetzt hier mitnehmen, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal unser schönes großes HLF-20 mit. Wenn es wirklich jetzt zu einem Einsatz kommen sollte, haben wir erstmal alle wichtigen Sachen in diesem großen Fahrzeug drin. So, also Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Ich hoffe, wir kriegen den Kevin heute gefasst und können seine Brandstiftaktivitäten hier irgendwie verhindern. Ich hoffe, hier wird nichts weiter dann mehr in Wassel passieren. So, wünscht mir Glück. Wir schauen erstmal, was los ist. Also jetzt flattern hier nach und nach Infos rein von der örtlichen Polizei von Wassel. Es gab anscheinend auch eine richtig große Verfolgungsjagd mit mehreren Funkstreifenwagen. Bisher weiß ich noch nichts. Also wie gesagt, wir fahren erstmal rüber zu den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich denke mal, die werden uns gleich verraten, was wir als nächstes machen können. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, liebe Freunde, warum ich jetzt hier mit Horn und Blaulicht fahre. Ganz einfach, es wurde hier anscheinend etwas Verdächtiges gesichtet. Und das sollte natürlich auch irgendwie dazu passen, zu der verdächtigen Person. Also sind wir da dann natürlich davon ausgegangen, dass der liebe Kevin, der es anscheinend auch sein wird, hier einen Brand gelegt hat. Aber die Kollegen der FF haben das bisher schon ausgeschlossen. Es wurde hier lediglich ein kleines Buschfeuer gelegt, was aber schnell gelöscht werden konnte. Und daraufhin ist die Person ja sofort geflüchtet, als er anscheinend die Augenzeugenberichte gesehen hat, beziehungsweise die Zeugen, die hier um die Feuerwache gelaufen sind. Das waren anscheinend ganz normale Spaziergänger, die dann daraufhin die Polizei verständigt haben. Und daraufhin ist er geflüchtet. So. Was? Was sagt ihr? Warte mal, ich komme mal rein. Ja, ich höre es auch gerade über Funk. Okay, also wir haben einen Verkehrsunfall auf der B2 in Wassel. Polizei ist vor Ort. Ja, ich drück drauf, na klar. Das ist natürlich cool, ne? Als Berufsfeuerwehrkamerad darf ich auf die Sirene drücken. Ist das geil. Sowas wünscht man sich auch bei uns. Ja, jetzt trudeln natürlich alle ein. Es wird gerade hochgestufter Einsatz. Auf einem Manf. Ach du Scheiße, okay. Das ist anscheinend doch ein etwas größerer Einsatz. Ja, ihr kommt hinterher, ne? Alles klar. Dann weiß ich erstmal Bescheid. Also auf der B2 kam es hier gerade zu einem folgeschweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ja, ich sehe die Polizei. Oh, es brennt. Es brennt auf jeden Fall. Männers ausrüsten. AGT anlegen. PAs anlegen, Entschuldigung. Ihr seid AGTs. Meine Güte.
Zur Menschenrettung fertig machen, Brandbekämpfung einleiten, Wasserversorgung aufbauen, absitzen. Ach du meine Güte, was ist denn hier passiert? Da liegt noch ein Auto auf dem Dach, das brennt gerade lichterloh. Okay, wir fackeln nicht lange, wir gehen hier sofort zur Brandbekämpfung vor. Ach, das geht ja gar nicht hier, ne? Der steht jetzt wirklich hier richtig, richtig eng am Fahrzeug. Kann ich den irgendwie ausstellen? Geht das? Ist das möglich? Dankeschön. Ja, super. So ist nett. So kann man hier wenigstens arbeiten. Ja, der Verkehr regt mich sowieso immer auf im LS. Das ist immer nicht so schön, ne? Wenn die einen hier reinbrettern noch in das Fahrzeug. Naja, gut. Haben wir ja erledigt, Gott sei Dank. So, ich weiß gar nicht, wie viele Autos hier gerade betroffen sind. Es sind auf jeden Fall ein paar, die hier stehen. Die sind alle miteinander kollidiert. Wir werden uns jetzt erstmal eine Lage machen. Natürlich gehen die Kameraden erstmal sofort zur Brandbekämpfung vor. Warte mal, ich stelle die am besten mal auf, damit man das auch sehen kann, dass hier was passiert. Weil ich sage hier immer irgendwelche Sachen und nichts passiert. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus für euch, dann denke ich mal. Okay, dann haben wir natürlich den Verteiler gesetzt. Das ist natürlich ganz klar. Der wurde gesetzt für den Brandschutz. So, AGT, genau. Die stehen einmal hier. Und dann würde ich gerne noch den Gruppenführer haben. Der steht da hinten dann bei den verunfallten Fahrzeugen, beim Verkehrsunfall. Hier ist der Angestrupp, genau. Den wollte ich eigentlich gerade haben. Muss ich jetzt wirklich, ist das euer Ernst? Muss ich jetzt hier wirklich vor Ort? Das kann doch nicht euer Ernst sein hier, oder? Warte mal, kann ich das von hier? Auf das Feld wollte ich, ne? Warte. Ah nee, das Feld 13. Okay, Feld 13. Also das ist wirklich euer purer Ernst hier, ne? Ich muss jetzt hier wirklich das Feld kaufen, damit ich... Ups. damit ich, jetzt meine Leute hier platzieren kann. Ich habe gerade das Falsche geklickt. Ich habe es gemerkt gerade, Leute. Das tut mir leid. Das war völlig falsch gerade. So, jetzt habe ich gerade das gestartet. ja, gut. Eigentlich wollte ich das Feld gerade kaufen, aber jetzt habe ich gerade die Mission gestartet. Ist ja auch mal cool zu sehen, ne? Valtra, dass man den hier dafür kriegt. Mit so einem Streuer. Müssen wir das Feld düngen. Das ist natürlich auch cool. Jetzt habe ich natürlich die Oh, kehre zurück, verbleibende Zeit. Okay, hier geht gleich eine Bombe hoch. Ach du Scheiße. Nee, jetzt ist gleich die Mission beendet. Wartet. Mission fehlgeschlagen. Genau. So, ich gehe nochmal zu Feld Nummer 13 und wir gehen besuchen. Kaufen das. Dann gehen wir zurück zum Einsatzort, denn die Kameraden brauchen hier Unterstützung vom Angestrupp. Mir ging es eigentlich darum, dass ich die jetzt hier auf dem Feld platzieren kann. So. Genau, dass man die halt auch sehen kann, dass da gerade zwei Trupps zur Brandbekämpfung vorgehen. Ja, das ist natürlich immer das Blöde, sage ich mal. Ne? Da muss man erst das Feld kaufen, damit alles auch funktioniert. Damit man Sachen platzieren kann. Aber gut, wir haben es ja auch noch rechtzeitig geschafft. mit Umwegen, ne? Aber es hat funktioniert. Okay, Leute, also die Polizei ist auch wirklich sehr, sehr, sehr groß vertreten hier vor Ort. Die sind hier, wie gesagt, mit 1, wie viel haben wir das? 1, 2, 3, 4, 4 Funkstreifenwagen. Das war wirklich ein heftiger Einsatz für die, denke ich mal. Also eine heftig große Verfolgungsjagd. Okay, also HLF 20 von der BF ist vor Ort. Die nächsten Fahrzeuge rücken aus von der FF. Die Kameraden wohnen alarmiert. Und rücken erstmal aus zum Einsatz.
So, okay, die Haspel lassen wir mal dran heute. Steht dafür ein bisschen ungünstig jetzt hier. Also die lassen wir genauso, wie sie jetzt ist. Die müssen wir heute nicht abmontieren von Fahrzeug. Aber wir können erstmal alles aufmachen. Die Klappen, Rätefächer, alles das, was wir jetzt brauchen, damit wir auch gut rankommen an den Fahrzeugen. Und dann würde ich jetzt gerne noch ein Fahrzeug holen. Komme ich da jetzt hin? Warte mal. Gut, wir können es auch so machen. Erst in den EDW, dann ins TLF. Das würde ich gerne schon mit zum Einsatzort holen. Da wir doch einen relativ großen Brand haben und daneben auch sehr viel Grün und Gras und Felder und Bäume haben. Zur Sicherheit. TLF rückt aus. Und ein Fahrzeug würde ich gerne noch holen, hier nehme ich den ELW. Die kennen sich natürlich hier am besten aus in der Gegend. Haben natürlich auch die passenden Pläne, die Lagemeldungen über den Einsatzort. Okay. Alter, was ist denn heute los? Sag mal, was war das denn? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist denn hier los? Ja. Ja, moin. Machen wir einen Abgang. Gut, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, als nächstes kommt der Cardio-W. Das passt auch gerade, ne? Dann kommt der halt mit zum Einsatzort. Was auch immer jetzt da der Fehler war. Ich habe keine Ahnung. Bin ich zu schnell gewesen? Kann sein. Bin ich trotzdem zu schnell gefahren? Möglich. Ja gut, Leute, das kann alles passieren. Das ist nämlich der LS17, ne? Hier ist jede Mod unterschiedlich. Das Fahrverhalten, das kann man halt nicht beanspruchen oder irgendwie kontrollieren, sage ich mal, wenn man ein bisschen zu schnell fährt. Aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. obwohl das richtig, richtig mies gerade aussah. Erst schön um die Ampel gehangen mit dem Fahrzeug und dann unter die Map geplumpst. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So, zur Feier des Tages würde ich gerne mal die Follow-Me-Mod wieder probieren. Da ich jetzt erstmal doch ein paar Fahrzeuge noch brauche, die da jetzt mitkommen müssen. Das ist zum einen erstmal natürlich der Cardio-W, ne? Die Führung. Die FF vom ELW, die laufen jetzt zum Einsatzort. Dann haben wir das NEV, RTW1, RTW2. So, alle wichtigen Fahrzeuge, die wir jetzt hier brauchen. Von der BF. Denn wir haben es hier wirklich mit, ich weiß nicht wie viel, ich glaube das waren das 5 Leute? Ich weiß noch gar nicht, wir gucken gleich mal vor Ort, wie viele Leute jetzt betroffen sind vom Unfall, wie viele verletzt sind. Okay, nee, das reicht. Wir fahren erstmal los. Rüber zum Einsatzort zu B2. Und jetzt mal ein bisschen langsamer, ne? Ein bisschen Piano jetzt hier. Damit kann ja keiner rechnen hier, meine Güte. Ich nehme jetzt am besten mal die Abkürzung, damit wir da schneller hinkommen. Kommt man nämlich genau hier vorne raus. Da müssen wir gar nicht so weit fahren und nicht mal durch die Stadt oder so. Na, guck doch mal. Also heute funktioniert doch etwas. Das ist nämlich die Follow-Me-Mod. Ach, die fahren richtig, richtig, richtig gut. So wünscht man sich das jedes Mal mit der Mod. Dass die einen auch richtig folgen, so wie man sich das auch vorstellt und nicht irgendwie aus der Reihe tanzen. Hat man ja doch schon öfters gesehen, ne? In meinen Videos.
Deshalb, ich bin nicht der Freund davon, aber ihr wollt das ja immer sehen und ja, von daher passt das schon. Okay, Leute. Dann werden wir uns erstmal aufteilen. Wartet mal. So, wir haben nämlich schon drei Abschnitte am Einsatzort gebildet. KDOW kann erstmal hier vorne verbleiben beim Funkstreifenwagen. NEF rückt erstmal vor und geht in Abschnitt Teil 2. Also das ist sozusagen hier vorne. Das ist der zweite. Hier bleibt das NEF erstmal stehen. Dann als nächstes der RTW 1. RTW 1 geht in Abschnitt 3. Das ist hinten beim TLF. So, und zu guter Letzt RTW 2 geht in Abschnitt 2. So, das ist genau zwischen den verkehrsunfallten Fahrzeugen, meine Güte. Also hier zwischen den verunfallten PKWs. Das ist genau hier. Okay, dann haben wir das erstmal aufgeteilt. Alle Fahrzeuge sind vor Ort. Der Brand wurde... Was ist denn so laut? Wurde erfolgreich gelöscht? Alle verletzten Personen wurden aus den Fahrzeugen befreit. Es gibt leider eine schlimme Meldung. Also insgesamt sind 5 verunfallte Fahrzeuge betroffen gewesen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Davon ist eine Person hier vor Ort ums Leben gekommen. Und da kann man, denke ich mal, schon erraten, welches Fahrzeug betroffen war. Nämlich genau das, was hier gebrannt hat. Und leider wurde in diesem Fahrzeug auch eine Person gefunden, die im Fahrzeug noch saß und bei lebendigem Leibe verbrannt ist. Und wir gehen stark davon aus, wie gesagt, nach den Augenzeugen, dass es die Person ist, die auch hier seit den letzten Wochen schlimme Sachen gemacht hat. Also der Kevin aus der Berufsfeuerwehr. Laut den Sachen, die er anhatte, laut den Augenzeugen, passt alles zusammen. Und man kann davon ausgehen, dass der das auch gewesen ist. Also, dann haben wir das erstmal hier, wartet. Natürlich kommt hier noch der Leichenwagen zum Einsatz. Und ich werde mal ganz kurz, damit ihr nicht durcheinander kommt jetzt hier, ne? Die Person hier entfernen. Das ist der Kevin, der jetzt erstmal zugedeckt worden, der wurde aus dem Fahrzeug geholt, wird jetzt hier vom Bestattungsunternehmen in das Fahrzeug geladen. Tja, was soll man sagen? Also das ist natürlich ein richtig krasser Abgang. Erst hier für Unruhe stiften, sehr viel Sachschaden anrichten, Gott sei Dank wurde hier niemand verletzt bei seinen Aktionen. Und dann hier bei so einem schweren Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, das ist natürlich für die meisten von uns ein Schock. Auch für den anderen Teil, die denken sich dann auch so, das wäre natürlich besser gewesen, wenn der irgendwie ins Gefängnis gekommen wäre. Aber so spielt das Leben, Leute. Das kann man leider nie irgendwie vereinbaren, sage ich mal. Und dann kommt es hier so durch Zufall zu so einem großen Unfall, dann auch ein MANF-Einsatz, also so viele Fahrzeuge auf einmal. Hier wurde auch ein Fahrzeug komplett getrennt. Hier vorne an diesem Baum ist dann an den zweiten Baum hinten hängen geblieben. Mit einem anderen Fahrzeug, also mit dem roten Fahrzeug, zusammengeprallt, zusammengestoßen. Und sind dann irgendwann zum Stehen gekommen. Aber Gott sei Dank ist hier sonst niemand weiteres ums Leben gekommen. Auch wenn es so krass aussieht von Weitem, ne? Aber natürlich, wir können erstmal mit gutem Gewissen sagen, der Brandstifter wurde in Anführungsstrichen gefasst. Und ich hoffe, es wird hier nichts weiteres passieren und somit ist das Brandstifterprojekt im LS17 hiermit beendet. Natürlich wird es weitergehen mit weiteren Videos, aber ich habe erstmal mehrere Abteilungen gemacht aus verschiedensten Videos im LS17 und habe daraus eine Brandstifterfolge gemacht
So ähnlich wie früher eigentlich. Habe ich da auch schon öfters gemacht. Hier mit Brandstifter, mit Feuer und so weiter. Und ja, der Kevin, wie gesagt, ist jetzt erstmal Geschichte. Und mal sehen, was als nächstes auf uns zukommen wird. Ja, Leute, wenn euch die Videos gefallen haben vom L17 mit dem Brandstifter-Projekt, sage ich mal. Ich nenne es einfach ein Projekt. Ne? Aus diesem Sinne, weil es halt mehrere Videos waren, um das gleiche Thema halt. Ja, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Kostenloses Abo wäre natürlich auch mega fresh. Und ansonsten könnt ihr gerne noch in die Kommentare schauen. Da sind so ein paar Links verlinkt, da könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, liebe Freunde. Wir sehen uns, bleibt anständig. Bis dahin. Ciao.